Schlückchen Kaffee. So. Sie sind auf der anderen Seite des Transportbandes. Timen Sie Ihre Schüsse. Wir wurden entdeckt. Kampfdrohne, Vorsicht! Oh. Ich will mal kurz verstecken. Ich glaube, ich hab den Teig. Sollte ich mich nicht, war das jetzt richtig? Nee, oder? Gegen den Kopf. Der war gut. Feindliche Kampfdrohne. Wo denn? Quatsch doch nie. Maste. What the hell? Leg mal gut, danke. Beruhigt euch. Meine Güte. Ich gleich sterben alle. Genau, Tank-Überlastung. Uff, nicht natürlich. Welches Miststück? Wo? Also ich habe hier kein Miststück gesehen. Nein, seid ihr schon... Wo ist die Munition? Oder? Oder? Okay. Oder? Achtung! Oh no! Unter Beschuss. Jetzt kommt's. Aber ganz dicke. Hat Spezialmunition nicht eingerichtet. Ja, komm, wir sehen den schwarzen Koffer hier, aber okay. Oh, hier drüben ist halt voll. Ah! Mit der Ohu? Wieso komme ich denn da nicht hoch? Schicke Drohne los! So, erledige die Schicht hier auf der anderen Seite, würde ich sagen. Ah ne, da kommen noch ein paar. Kommt der jetzt hier vorher hoch? Gut denn. Sorry. Der war gut. Bin bei Ihnen. Hallo. Mir kippt. Alle außer meiner Wache von Nikette abziehen. Um ihn und das Kind kümmere ich mich persönlich.
Oh Mann, nö, ey, jetzt ist die Munition von der Knarre kaputt. Hier. Das sieht interessant aus. Ja, Medikill, okay. Also, Upgrade für Medikill. Leichte Sprachschwierigkeiten, ne? Ich bin immer so nervös. Na, wir nehmen uns jetzt mal den hier. Hä? Der war doch nicht. Hä? Der war doch nicht richtig, oder? War der richtig? Okay. Blauer Megatex. Ich dachte, es ist ein Fahrstuhl. Feinde! Ja, halt klar. Feinde vor uns. Wir brauchen einen Sanitäter. Mindestens ihn. Wir haben feindliche Drohnen. Oh. Gute Ding, aber knapp an ihrem Kopf vorbei war das Ding. Lalalalalala. Wer schießt hier? Ach, da ist ja noch einer. Ja, okay, ja, nicht mit dir kriegt die Olle. Hier in den Kopf. Okay. Sehr gut. Wir können durch das Frachtband. Na ja, logisch, können wir da durch. Können wir sehen. Können aber auch hier lang laufen. Was denn dazu? Aber wo ist die ganze Munition hin? Oh Mann, oh, ihr solltet mir was liegen lassen, ihr Flocken. Also jeder, der hier gerade gekrepiert ist, danke. Nehmen wir den gleich. Ah!
Lul. Hauptsache Kohle. Hauptsache alle haben so Kohle bei. Das ist wichtig. Ihr dürft man nicht vergessen, man sollte nicht mehr so viel Bargeld bei haben, wa? So oft die Sache. Aber nö, ihr könnt ja nicht hören. Oh, Element Zero, sehr gut. Zügig. Nikit? Aber das kann doch nicht sein. Hä? Warten. Was hat sie denn? Yeah, 100 Munition voll aufgefüllt. Oh, hier ist noch was. Midi-Gel, auch gut. Affe wird kalt, verdammt nochmal. Vielleicht weiß der Captain, dass wir zuhören und gibt bewusst die Falschinformation weiter, dass Nikit die Seiten gewechselt hat. Oder es bedeutet was anderes. Und ein Keks. Nikit würde sowas nie tun. Verdammt, warum ist das Ding nicht schneller? Wusste Nikit, dass sie Oriana ihrem Vater weggenommen haben? Nein, das hat er erst kürzlich erfahren. Es war zu persönlich, um irgendjemand sonst mit reinzuziehen. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber vielleicht... Nein. Er würde meine Gründe verstehen. Er weiß, was ich durchgemacht habe. Hey, ist Nikit auch der Vater? Warum sind Sie so sicher, dass Nikit sich nicht gegen Sie wenden würde? Das hätte er tun können, als ich abgehauen bin. Ich bin sicher, mein Vater hat versucht, ihn zu kaufen. Wenn er es damals nicht getan hat, wieso sollte er es dann jetzt tun? Das werden wir erst erfahren, wenn wir Nikit gefunden haben. Und dann werde ich mal ein paar Worte mit dieser Captain in Yala wechseln. Hören Sie, ich bin dazu berechtigt, Ihren Flug umzubuchen. Tut mir leid, Sir. Wir haben derzeit eine Sicherheitsblockade. Bis die Lage im Frachtterminal nicht geklärt ist, kann kein Passagier umgebucht werden. Dafür ist meine Zeit zu wertvoll, Nikit. Ich werde bezahlt, wenn ich das Mädchen dorthin bringe. Wie, ist egal. Nein, mir wurde gesagt, ich könnte das auf meine Art erledigen. Wir wollen die Familie nicht schlimmer traumatisieren, als wir... Miri. Das dürfte lustig werden. Ja, die hat eine Schrotflinte in der Hand. Nikit, du hast mich verraten. Wie wollen Sie das lösen, Miranda? Warum, Nikit? Du warst mein Freund. Du hast mir geholfen, von meinem Vater wegzukommen. Ja, weil du weg wolltest. Das war deine Entscheidung. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du ein Baby stiehlst... Ich habe sie nicht gestohlen, ich habe sie gerettet. Vor einem Leben in Wohlstand und Glück? Du hast sie nicht gerettet. Du wolltest dich nur an deinem Vater rächen. Können es friedlich lösen. Ja, mal gucken, was noch ist. Ich wusste, dass Eclipse kein Problem damit hat, sich die Hände schmutzig zu machen. Aber Kindesentführung? Ich stehle sie nicht. Ich rette sie. Kommen Sie, Nikit. Erledigen wir die Schlampe und dann nichts wie weg hier. Geben Sie Ihr Bestes.
Ich habe nur darauf gewartet, bis sie fertig angezogen sind. Oder lässt Cerberus sie wirklich in diesen Klamotten rumhuren? What? Jetzt? Wenn die Cat von Oriana weiß, dann weiß ihr Vater es auch. Eine Umsiedlung wird nicht funktionieren. Mirandas Vater hat keine Informationen über Oriana. Ich wusste, dass du Spionageprogramme im Netz deines Vaters hast, Miri. Deshalb habe ich es geheim gehalten. Ich bin der Einzige, der davon weiß. Das bedeutet, dass du das einzige lose Ende bist. Ich wollte nicht, dass es so endet, Niket. Ich werde dich vermissen. Bildlich gesprochen. Ich hatte das Gelaber sowieso satt. Ich auch. Die sehen sie, Shepard. Jawohl. Dein Körper wird zerfallen. Wer wegläuft, den Legatöse. Sie haben sich getan. Nein. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Ich brauche... Los geht's. Guter Schuss, Drohne. Wird zerfallen. Mann, wie lange lebt denn der Vogel, Alter? In den Kopf. Ach, Emine. Man sollte nicht gegen so was. Das ist sie ja, oder was? Okay. In dem Po. In der Nähe des Shuttles könnten noch mehr Eclipse-Söldner sein. Ich will sicher gehen, dass Oriana und ihre Familie sicher an Bord gelangen. Ach, jetzt hat sie sich gleich wieder aufgelöst, oder was? Nicht schlecht. Dieses Medaillon enthält ein Bild mit einer Asari und einem männlichen Menschen. Es sieht nicht teuer aus, ist aber bestimmt von sentimentalem Wert. Jo. Okay. Sentimentalen Wert. Ist ein Ding, das sie nicht wieder geschrieben haben, dass es nuggisch ist oder irgendwie sowas. Ey, was ist jetzt für eine Aktion gewesen? Ach, wir müssen da hinten rinnen. Achtet da einfach. Schön am Brett vorbeilatscht. Ich kann nicht glauben, dass Niket mich verkauft hat. Ich habe es nicht mal kommen sehen. Trotz ihrer ganzen Upgrades sind sie ein Mensch. Genau wie der Rest von uns. Aber ich habe zugelassen, dass es persönlich wird. Und deshalb versagt. Warum hat er zugelassen, dass ich ihn töte? Er hätte weglaufen können. Er hätte behaupten können, die Daten irgendwo eingelagert zu haben. Aber nicht. Er stand einfach nur da. Das einzige lose Ende. Er wusste, was ich dann tun musste. Er fühlte sich schuldig? Er dachte, sie tun das nicht. Er schön schlecht Gewissen einreden. Sie haben getan, was sie tun mussten, Miranda. Sie sind nicht verantwortlich für seinen Tod. Natürlich bin ich das. Aber es ist nicht meine Schuld. Und auch nicht die von Niket. Mein Vater ist schuld. An allem. Es war schon immer so. Der Dritte ist es denn im Bunde. Was ich je wollte.
Aber es gab immer einen Haken, der seinem langfristigen Plan in die Hände spielte. Ich habe bei meiner Flucht alles weggeworfen, was er mir je gegeben hatte. Außer Niket. Eine Schwäche meinerseits. Ist Niket letztes loses Ende? Das ist nun richtig. Sie haben noch Orianna. Die hat mir nicht mein Vater gegeben. Ich habe sie gerettet. Aber, ja, Sie haben recht. Ich habe noch etwas. Danke. Kein Zeichen von Eclipse. Anscheinend alles in Ordnung. Da ist sie. In Sicherheit. Mit ihrer Familie. Kommen Sie, wir sollten gehen. Wollen Sie nicht mal Hallo sagen? Es geht nicht darum, was ich will. Es geht darum, was das Richtige für Sie ist. Je weniger sie über mich weiß, desto besser. Sie hat eine Familie. Ein Leben. Ich würde das nur unnötig verkomplizieren. Okay, gehen wir. Ob das jetzt so richtig war? Keine Ahnung. Miranda ist Cerberus gegenüber weiterhin loyal und vertraut jetzt Shepard. Na, weil ich Big Herz hab, Mann. Ein biotischer Schmetterangriff, der beträchtlichen Schaden verursacht. Biotisch, toll, dass wir nichts Biotisches können. Aber Miranda kann es. Neues Outfit für Miranda? Okay. Neues Upgrade, gucken wir gleich. Medigil, Kapazität und Credits. 25.000. Der Hunter, ja moin, mein Lieber. Einen schönen Freitagabend. Errungenschaft freischalten. Sehr schön. Was macht das Auto? Altlor? War das jetzt diese Mission hier? Nee, das war nicht die Mission, oder? Medaillon abliefern. Eine Asari finden, die nach einem verlorenen Medaillon sucht. Und es ihr geben. Ach, das war die Geschichte. Der Unruhestifter. Jemand macht Ärger. Ach so. Dann finden wir jetzt hier irgendwo. Oh, schon in Ordnung. Unsere Aminosäure. Sie lassen mich hängen? Ich bin ein Mann am Rande des Abgrunds. Ich. Wollen Sie wissen, wie weit ich gehe? Oh, ein N7. Ich habe gelernt, wie man Leuten eine Knarre vor die Fresse hält. Und zwar von Commander Shepard. Hey, falls Sie diesen Idioten kennen, bremsen Sie ihn mal, bevor ich ihm den Arsch... Ach, das ist doch hier olle Dingsbums. Shepard? Sind Sie es wirklich? Ich bin's, Conrad Ferner. Wir haben uns auf der Citadel kennengelernt. Ich wollte ein Spectre werden. Und dann haben Sie mir eine Waffe unter die Nase gehalten. Sie haben mir gezeigt, was es heißt, bis an die Grenzen zu gehen. Ich werde diese Lektion beherzigen. Sie sind also am Leben, was? Ja, so läuft das in dem Geschäft. Ich schlage vor, Sie lehnen sich zurück und sehen einem Profi bei der Arbeit zu. Ich muss nämlich jetzt in ein paar Ärsche treten. Was ist denn mit ihm? Papiere sind da, Versicherung ist abgeschlossen. Zulassung ab Montag in Arbeit. Und wenn alles gut läuft, kann ich nächste oder übernächste Woche vom Hof fahren. Sehr cool. Hammermäßig. Freue ich mich für dich, dass du die Karre gekriegt hast. Ganz ehrlich. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ihm den Fuß. Was? Ihm in den Fuß schießen, ihn schlagen, verdammt nochmal. Conrad, warum eifern Sie mir nach? Was? Sind Sie verrückt? Ich eifere Ihnen überhaupt nicht nach.
Ich bin kein Spectre, der für den Rat arbeitet. Ich bin ein einsamer Wolf. Gestützt allein von wachem Geist und starken Nerven. Keine Regeln, keine Gesetze. Für mich zählt nur, was zum Erfolg führt. Ich eifere ihnen überhaupt nicht nach. Was ist das denn für ein Spinner, Evon? Der war da am ersten, der war da so vernünftig. Wie sind Sie an die Panzerung gekommen? Oh, mit dem nötigen Kleingeld kann man heutzutage ziemlich überzeugende Replikate kaufen. Die komplette Ausstattung war ganz schön teuer. Aber meine Frau hat mich voll unterstützt. Sie hat sogar mein Shuttle-Ticket hierher bezahlt. Ich schüttel sie mit dem Kopf im Hintergrund. Conrad, haben Sie eigentlich irgendeine Kampfausbildung? Ich rette die Galaxie, Shepard. Da bleibt für sowas keine Zeit. Verstehen Sie es denn nicht? Sie waren sehr unfreundlich, aber Sie haben die Galaxie gerettet und den anderen Spezies gezeigt, dass Menschen wichtig sind. Und dann sind Sie gestorben. Die Galaxie braucht jemanden wie Sie, Shepard. Wir alle tun das. Ich musste etwas unternehmen. Und jetzt durchwandern Sie die Galaxie und bekämpfen das Unrecht? Hey, bitte nicht in diesem Ton. Irgendwie knallt er alles ab, oder? Ich frage Sie, ob Sie große Probleme haben, die nur ich lösen kann. Sie wären überrascht, wie viele nur darauf warten, mal mit jemandem reden zu können. Manchmal durchstöbere ich auch Kisten. Sie wissen schon, für ein paar Extra-Credits. Warum haben Sie versucht, die Urkunde hierher zu bringen? Dieser Laden ist nur Tarnung für einen Handel mit rotem Sand. Ich muss sie mitnehmen, um den Drogenring zu zerschlagen. Was? Wer zum Teufel sagt denn sowas? Die Besitzerin des Waffengeschäfts beim Carport. Sie ist ein Undercover-Cop. Sie hat mir davon erzählt, als ich mich ihr vorgestellt habe. Hören Sie zu, Erbsenhirn. Erstens verkaufen wir keinen roten Sand. Und zweitens ist roter Sand auf Ilium legal. Man braucht lediglich eine Lizenz. Was hat denn jetzt gehabt mit seinen Augen? Ein Typ? Ich rede mal mit dieser Undercover-Politesse und finde raus, was hier vor sich geht. Danke. Wenn ich nervige Gäste umliege, geht immer was zu Bruch und es wird mir dann vom Lohn abgezogen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen, Shepard. Alter, was ist das für ein Typ? Danke, dass Sie sich um diesen Irren gekümmert haben. Sonst hätte ich ihn mit seiner eigenen Wirbelsäule erschlagen müssen und das macht die anderen Gäste immer ein wenig nervös. Wie auch immer, das hier ist das Eternity und ich bin Athita, Asari-Matriarchin und Barfrau. Was darf sein? Sie sind eine Asari-Matriarchin? Ich dachte, Matriarchinnen wären als angesehene Beraterinnen tätig. Stimmt. Und genau das mache ich auch hier in der Bar. Ich weiß, da erwartet man was anderes. Aber auf Tessia wollte niemand auf meinen Rat hören und deshalb bin ich jetzt hier. Mein Vater war ein Kroganer, der in den Rachni-Kriegen gekämpft hat. Und meine Mutter war bei den kroganischen Rebellionen dabei. Ich habe so ziemlich alles gesehen. What? Wenn Ihre Mutter in den Rebellionen gekämpft hat und Ihr Vater Kroganer war, gab es deshalb doch sicher Spannungen. Sie lernten sich erst ein paar hundert Jahre nach der Sache mit den Turianern und der verdammten Genophage kennen. Soweit es die beiden anging, waren sie einfach nur Krieger. Vater hat geprahlt, Mutter sagte nichts. Mutter war selbst Matriarchin und Vater fast schon 1000, als die Wahrheit herauskam. Wie alt war der? Fast 1000? Okay. Was ist passiert, als er es herausgefunden hat? Ich war knapp 100 und wackelte in einer schmierigen Bar mit dem Arsch. Sie haben mich angerufen und gesagt, dass sie es jetzt austragen würden und dass ich den Überlebenden lieben sollte. Das war dann ganz einfach, weil beide dabei umgekommen sind. Familie? Nicht mehr als ein gewaltiger Tritt ins Eierquartett. Alles klar, danke schön. Danke, dass Sie mir davon erzählt haben. Dafür bin ich ja da, Schätzchen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Wert war jetzt total in Input und wichtig. Ich sehe mich nur um. In Ordnung. Aber essen Sie nicht die Nüsse in den roten Schalen. Die sind für Turianer und Quarianer.
Sie bekämen davon Krämpfe. Okay, dankeschön. Du verdienst jemanden, der dich respektiert. Jemanden, der dich anständig behandelt. Ich denke, ich werde wohl eine Weile mit niemandem mehr ausgehen. Nein, das darfst du nicht. Lass dir nicht von einem Menschen alles vermiesen. Es ist immer dasselbe. Oh, sie könnte gerade... Warte mal, will irgendwo noch eine Asari finden, die irgendwas sammelt? Du wirst schon jemanden finden, der dich so mal... Okay. Ich glaube nicht, dass sie die Sucherin ist, oder? Entschuldigung. Dann wollen wir mal kurz. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Wie auch immer. Näher kommt ihr Jungs nie an eine Hochzeit ran und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. Alt klar. Junggesellenabschied, abdancen, wusch. Cool.